Hey Patrick, I have a problem. What's your problem, bro? Ich esse zwei Wurstsemmeln und einen Proteinshake am Tag. What? Warum so wenig? Warum so wenig? Was ist dein Problem? Warum kommst du nicht dazu? Ich muss beim Renovieren helfen, ich habe halt keine Zeit zum Essen. Ah, okay. Brillante Frage. Fangen wir an. Was passiert mit dir mit zwei Käsesemmeln am Tag und einer Proteinshake? Leon hat ein kleines Problem. Er ist überbeschäftigt, das geht nicht mehr. Dann gebe ich ihm in nächster Zeit. So, er hat eine Frage für mich gehabt, mit Tränen in die Augen. Was passiert mit meinen Gains, wenn ich alles nicht esse? Okay? Das ist echt eine gute Frage, weil es gibt zwei Phasen. Es gibt eine Fastenphase und dann eine super niedrige Defizitphase, sozusagen, was du durchmachen kannst. Beziehungsweise wenn es um nichts zu essen gibt. Ja? Der erste, was ich gemeint habe, Fasten ist eigentlich eine geile Idee. Also wenn du eine Woche durch fastest, komplett auf Essen verzichtest, ist so ein Weg, wie du deine Detox führst. Ja? Du wirst deinen Körper komplett reinigen, indem du deine Darmflora verbessern kannst, schlechte Bakterien werden reduziert. Klarerweise wird Darmfülle natürlich gereinigt werden, dass deine Teile noch schön schmal wird, das wirst du merken. Du wirst sehr, sehr viel Glykogen, also Energiespeicher, sehr viel Wasser verlieren. Okay? Das ist für deine Fülle, für die Gains in der Jacke ein Problem. Klarerweise, weil du fühlst dich nicht so voll. Aber keine Sorge, es ist nicht Muskelmasse. Du kannst in dieser kurzen Zeitraum keine Muskel verlieren. Und wenn schon, wir reden von irgendwas, was nicht zu merken ist unter einem Mikroskop. Das kannst du nicht vorstellen, wie wenig das ist. Ja? Also es ist unmöglich. Jetzt mit einem Defizit, das wird ein schwieriges Problem sein. Weil du gibst deinem Körper ein bisschen Energie hier, aber zu wenig. So, es sieht, dass es wenig Energie bekommt, aber es ist nicht wenig genug, so wie beim Fasten, dass es eine Krise bekommt. Es denkt, dass es stirbt und es produziert dann urviel Adrenalin, urviel Wachstumshormon. Das ist der wahre Vorteil von Fasten. Das heißt, dein Körper greift auf, nein, greift nicht auf Wachstumshormon, es greift auf deine Fettreserven zu, weil einfach es versucht jetzt langsam in die Ketophase zu kommen und es braucht Wachstumshormon dafür, um effektiv zu verbrennen. Ja, Adrenalin oder Stresshormon wird auch ausgepumpt und das ist der Grund, warum Fasten so geil ist. Und wenn ein Intermittent Fast oder eine Cleanse Fast für einen längeren Zeitraum ist gut einmal im Jahr zu machen, aber Intermittent Fast am Tag ist richtig, richtig geil. Der komplette Defizit, wie du lernst mit deinen zwei Käsesemmel und einem Proteinshake am Tag, oh Mann, viel Glück. Aber keine Sorge, du wirst keine Muskelmasse verlieren. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein ganz kurzer Zeitraum. Das ist wirklich nichts. Das Einzige, was du verlierst, ist dein Verstand. Nein, der Spaß. Hoffentlich nicht dein Verstand. So, sei nicht verrückt. Ja? Einzige, was du verlierst, ist deine Fülle, Glykogen und Wasser wirst du verlieren und Energie auch. Das ist Muskelenergie, du wirst ein bisschen schwächer werden, das ist ja logisch. Aber keine Sorge, Leon, mach dir keine Sorge. Bro, was ist los mit dir? Ja? Zufrieden mit der Information? Bis jetzt, was du bekommen hast, das hat mir sehr gratis, geholfen. Ohne Gebühr, nur ein Abo ist notwendig, um mehr Infos zu bekommen. Ich verspreche, ich werde weniger mit meinen Hand spielen. Ich hoffe, dass ihr Fragen habt. In den Kommentaren könnt ihr es stellen lassen. Und dann werden wir das zusammen beantworten. Also wenn ihr ein bisschen mehr von Leon sehen wollt, das ist eine richtige geile Idee. Yo. Wir haben jetzt die Kamera woanders und der Grund dafür ist da. Hey Mann! Das ist Leon. Wir werden einiges von ihm sehen und wir wollen einiges von ihm auch hören. So Leon, sei kein Schlappschwanz und gib uns Information. Was willst du zu deinen Leuten sagen? Ich glaube, es gibt keinen, der in meinem Alter, glaube ich, so ein großes Potenzial hat wie ich. Oh! Ich sehe, dass der Kopf ein bisschen größer wächst da gerade. Seht ihr das? nein, aber ohne Spaß. Er ist extrem jung, so der hat extrem viel Potenzial, das stimmt. Es steckt was unter seiner Jacke da, was unvorstellbar ist. Vor allem unter die Fettpölsterchen ebenfalls. Da arbeiten wir schon dran. Aber wenn ihr ein bisschen mehr von Leon sehen wollt, dann unbedingt. Was muss man machen? Uns
kannst mir folgen. Oh yeah, und meine Folge und ein Abo auch auf YouTube da lassen, okay? Danke, Leon. Wir sehen uns, Bro. Adios. Adios. Baba.